herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es tatsächlich in die USA geschafft. Wir haben noch einen kleinen Jetlag. Wir sind gestern in Los Angeles gelandet und hier seht ihr tatsächlich das Originalhaus aus Fast and the Furious von Toretto. Das ist irgendwie so eine Pflichtsache, wenn man nach Los Angeles kommt, dort einmal anzuhalten und zu gucken. Ja, ich bin mit meinem Bruder unterwegs und Kumpel Gregor ist auch noch dabei. Wir wollen natürlich nicht nach Los Angeles, sondern eigentlich wollen wir zu SEMA nach Las Vegas. Wir sind allerdings nach Los Angeles geflogen, weil ein Kumpel von uns ausgewandert ist. Den besuchen wir jetzt noch kurz. Und dann werden wir quer durch die Wüste nach Las Vegas fahren, weil heute Abend erwartet uns jede Menge Technik, jede Menge Top-Fuel, jede Menge PS. Und zwar auf dem Dragstrip in Las Vegas. Aber ich würde sagen, mal eine ganz andere Art von Video. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hätte gerne René dabei, dann wäre das Ganze ein bisschen professioneller. Aber wir machen hier einen Mix aus Urlaub und ein, zwei Videos. Und genau deswegen schmeißen wir uns jetzt wieder in unseren Ami. Nee, Spaß, ist leider nur ein Nissan geworden. Und ja, dann geht's auch schon los nach Las Vegas. Also wir waren scheinbar auf jeden Fall nicht die Ersten hier, weil direkt vor der Tür haben schon einige ein paar Kreise gemacht. Kann ich mir aber schon vorstellen, wenn alle so bescheuert sind wie wir und sich das Haus angucken, dann kommt da natürlich über Jahre was zusammen. Ungefähr 5 Stunden gebraucht, sind angekommen. Traumhaftes Wetter. Hier im Hintergrund, hinter mir, seht ihr schon die Tribüne. Der Las Vegas Strip. Paul ist schon da, den treffen wir gleich. Der kennt den einen oder anderen hier und ich bin wirklich mal gespannt, was hier so abgeht. Wir haben das erste bekannte Gesicht schon getroffen. Hi. War klar, dass wir hier ein paar Deutsche treffen. Paul, du fährst seit Jahren immer nach Las Vegas hier. Ne? Ja. Fast zu vergleichen, irgendwie wie fast wie so ein bisschen Formel 1 mäßig. Ne? Also selbst das Fahrerlager sind wirklich meterweise. Wir sind gerade erst angekommen, gucken mal ein bisschen rum. Das allererste, was Paul mir zeigen wollte, ist, hier wird tatsächlich sogar die Viertelmeile mit 2 Simulatoren gefahren. Wir zeigen euch das mal. Witzige Sache, die Autos fahren sogar ein bisschen mit. So, geht gleich los. Ja, linke Seite gewonnen. Ich glaube, sowas gibt es nur in Amerika. Das ist echt crazy hier. Wir gehen mal weiter. So grob seht, was hier los ist. Passend dazu das Fahrerlager. Guckt euch an, wie weit das einfach ist. Heftig. Also hier gibt es feste Sitzplätze für jeden. Das ist wie im Fußballstadion. Extrem professionell alles. Wir sind wirklich gespannt, was gleich passiert. Nebenbei wird hier gerade die Strecke sauber gemacht. Die fahren hier richtig mit Traktoren hoch und runter. Und ja, das sieht endlich mal aus wie ein richtiger Dragstrip. Ja, die Trecker haben sogar hier Gummireifen hinten dran, die einfach nur dauerhaft das Gummi rückwärts drehend auf die Strecke bringen.
unser Fachmann. Sag mal kurz dazu was. Also jetzt kommt die Nitros, also so Funny Cars und Super Bowl, oder? Das heißt, das sind die beiden größten Klassen? Die größten Klassen, die größten Klassen der Welt. Die fahren ja auch keine Viertelmeile mehr, die fahren nur 1000 Fuß. Aus dem Grund, das wurde irgendwann mal verkürzt, weil die einfach zu schnell wurden. Ah, die fahren nur 1000 Fuß. Die fahren nur 1000 Fuß, genau. Die fahren aber die 1000 Fuß, 3,6 Sekunden, 6,2 Mal. 600 Fuß? Ja, 515. Genau. Da vorne laufen jetzt die Schießen, die speziell jetzt die Strecke dürfen jetzt schießen. Jedes Team hat im Vorstandbereich jetzt, wenn die Busse fahren, ein Team stehen, der hat mehrere Funkgeräte an sich, der hat mehrere Geräte dabei. Jedes Auto, was fährt, wird dokumentiert, im Heft geschrieben, wird dokumentiert, wo es stand. Hinterher nach dem Lauf wird die Klebekraft gemessen. Das hinterher übertragen, wenn das dann eigene Team dann einrollt, dann wird das von den Typen, wird gesagt, wo sie sind, weil da halt die beste Aktion ist. Also da steckt schon richtig Technik und richtig Erfahrung. Genau, da wird auch Luftdruck gemessen, aber dann wird auch Strecken gestrandet und alle immer. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was Paul gerade gesagt hat. Das sind wirklich mehrköpfige Teams hier, die vor den Läufen die Strecke inspizieren. Zusätzlich wird richtig Liste geführt auf Millimeter genau, wo die starten, um so rauszukriegen, welche Stellen von der Strecke halt wirklich am griffigsten sind. Also ist wirklich extremst professionell hier. Es wird übrigens dringend empfohlen, sich Ohrschoner reinzumachen. Allerdings sagt Paul, wir müssen den ersten Lauf ohne überleben. Deswegen werden wir das mal versuchen ohne. Und gucken mal, ob wir danach nicht taub sind. Sind die ungefähr ähnlich? Die sind, glaube ich, ähnlich. Ja. Sind ähnlich, okay. Also man sieht auf jeden Fall einmal mit Chassis, einmal ohne Chassis, genau. Einmal kürzer, einmal länger. Einmal kürzer, einmal länger. Aber fahren komplett getrennt? Fahren komplett getrennt, ja. Und die, ich sag jetzt mal, die Zigarrenartigen sind von der Zeit her ein Tucken schneller? Die sind ein Tucken schneller, ja. Aber von der Speed sind die fahren immer so bei 320 Meilen, 300, ab und zu fahren die bei über 330.
30. Ja. Das sind ja irgendwie, vorhin habe ich gesagt, bis 600, das ist totaler Quatsch. Die fahren um die 540 bis 550 km/h irgendwie. Bei den, bei den Tiny Cars, also mit Chassis. Die fahren, wie du gesehen hast, immer über 330, 331, 332 Meilen. Die sind immer ein Tick schneller. Ich denke mal, der Spoiler frisst. Ja, ja. Tipp ich mal. Aber die anderen haben ja halt mehr Bums und so. Ja. Ich glaube, die anderen haben mehr Bums, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und jetzt laufen wir mal durch dieses XXL-Fahrerlager hier und gucken mal, was da so an Technik geht. Da wächst, wirst du sehen, weil nach jedem Lauf werden die Motoren ja zerlegt. Mhm. Die Top-Teams, die tauschen immer Gold und Gold und alles neu. Echt nach jedem Lauf? Nach jedem Lauf kommt Gold und neu. Die fahren auch alle Gold. Ja. Klar, aber werden halt wegen der Ermüdung und so getauscht. Die Teams, die wischen weniger Geld haben, die fahren mehrere Läufe damit. Alle acht Läufe, ich glaube, alle acht Läufe werden die Billettblöcke getauscht wegen Müdigkeit. Krass. Also da wird auch viel Vorsorge betrieben und lieber gleich schon mal tauschen, bevor es zu spät ist. Ne? Extrem, ja. Ja, also wie ihr merkt, hier ist alles ein bisschen extrem. So, also bei den Teams hier läuft das auch ein bisschen anders ab. Das sind zwei ganze LKWs immer mit Zelt. Da hinten ist der Kompressor. Der wird auch ständig gewartet. Hier habt ihr den Block. Ja, und hier wird wirklich an allen Ecken dauerhaft geschraubt zwischen den Läufen. Beziehungsweise hier stehen sogar noch ein paar Blöcke mehr. Was ist das?